Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie sich bei einem Histogramm die Beschriftung der horizontalen Achse positionieren kann. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Ich befinde mich nun in Microsoft Excel und habe nun für das Histogramm bereits eine Datenreihe vorbereitet und auch die Klassifizierung vorgenommen. Diese werde ich dann nun Klasse und Häufigkeit in ein Diagramm, in einem Histogramm darstellen. Dazu wähle ich im Menü Daten aus und verwende die Datenanalyse. Ich wähle Histogramm aus und gebe nun den Eingabebereich. Das ist in meinem Fall die Klasse bzw. in diesem Fall die Datenreihe und im zweiten Bereich den Klassenbereich. Gebe an, dass auch die Überschriften inkludiert sind und möchte nun, dass der Ausgabebereich in der Spalte oder in der Zelle H4 erfolgt. Des Weiteren selektiere ich auch die Diagrammdarstellung und bestätige mit OK und erhalte nun dieses Histogramm. Wie ihr seht, ist nun dieses Histogramm wie folgt formatiert. Und zwar auf der X-Achse, auf der horizontalen Achse, sieht man nun den Balken und die entsprechende Klasse analog darunter. Dazwischen in den Übergangsbereich befindet sich nun diese Teilstriche. Möchte man nun die Positionierung der einzelnen Klassen nun unterhalb der Teilbereiche bzw. die Balken auf einen Teilstrich umpositionieren, muss man wie folgt vorgehen. Ich selektiere die horizontale Achse. Sie ist nun selektiert und wähle den Außenbereich Achsenoptionen aus. Dann erhalte ich nun ein weiteres Menü und zwar im Bereich Achsenoptionen oder auch Teilstriche. In der Rubrik Achsenoptionen gibt es nun die Möglichkeit umzuschalten und zwar die Positionierung auf Teilstriche. Wie ihr seht, wandern nun diese einzelnen Balken auf den Teilstrich und die Klassifizierung bzw. die entsprechende Klasse wird darunter dargestellt. Nun hat man sozusagen eine eindeutige Zuordnung der Klasse und dem Balken. Möchte man das nicht machen, kann man auch die Positionierung der einzelnen Klassen mit einer Linksausrichtung annähern. Und zwar geht man dazu auch wieder so vor, die Selektion ausführen und im Start unter Ausrichtung eine linksbündige Ausrichtung und kann wie in diesem Fall die Klasse nun auf diesen Teilstrich annähern. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag das Thema näher bringen und wünsche mir natürlich, dass ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!